Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zur 9. Ausgabe des Modellbahn Online Magazins und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie zu Beginn einer jeden Sendung unsere Spendenaktion. Ich konnte diesmal dem Hof Butenland einer Tierschutzstiftung hier in der Nähe von Oldenburg 220 Euro zur Verfügung stellen. Und das nur dank eurer Zuschauertätigkeiten. Den Link zum Hof Butenland und auch alle anderen Links, die ich im Video anspreche, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Im Themenspektrum heute Ladegut, Alterung von Fahrzeugen und Gebäuden und es werden auch bereits verschobene Themen heute hier präsentiert. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass sämtliche Artikel, die ich hier vorstelle oder mit denen ich baue, von mir selbst gekauft wurden und mir nichts von den Zubehörfirmen zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Lilliput-Fairboot-Wagen dürfte kein Unbekannter sein, denn ich habe ihn bereits in Ausgabe 4 des Magazins vorgestellt. Dazu gekommen ist ein Fahrzeug der Firma Modellbahn Union in gleicher Ausführung und ich habe diese beiden miteinander verglichen. Anschließend habe ich mich mit dem VT135 von PMT beschäftigt und versucht, möglichst unauffällig einen Decoder und einen Pufferspeicher an dieses doch sehr kleine Fahrzeug einzubauen. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesen beiden ersten Themen. Beim Öffnen der Blisterverpackung fallen sofort die zusätzlichen Zugussbeutel nicht nur auf, sondern auch heraus. Eine Bedienungsanleitung fehlt bei beiden Wagen. Der Fairboot-Wagen von Modellbahn Union ist schon komplett zugerüstet. In der Seitenansicht fallen Unterschiede in der Beschriftung, in der Anordnung der Bremsumstellhebel und den Rungen auf. An den Stirnseiten finden sich beim Modell von Modellbahn Union Rangierergriffe unterhalb der Puffer. Lilliput hat welche an den Bordwänden platziert. Die Puffer unterscheiden sich nicht nur in ihrer Federwirkung. An den Wagenböden finden sich weitere Unterschiede, wobei der von Modellbahn Union detaillierter wirkt. Auch die Achslagerhalter. Ihr wisst schon, was kommt. Guckt euch einfach an. Modellbahn Union hat die Rungen, der zweite Satz ist ohne DB-Emblem, anders befestigt. Für die Darstellung der Rungenbefestigung sind zusätzliche Teile im Zugussbeutel vorhanden. Es gibt noch mehr Unterschiede und ich hätte auch mit dem Messschieber Materialstärken nachmessen können. Modellbahn Union hat vor allem eine größere Auswahl an Wagennummern und auf der Händlerseite finden sich Fotos und Informationen zum Vorbild. Mein Fazit ohne große Vergleiche mit Vorbildmaterial: Der Wagen von Modellbahn Union scheint näher am Vorbild, wobei der von Lilliput bei mir optisch punktet. Das Gehäuse inklusive Rahmen wird mit zwei Schrauben auf dem Fahrgestell gehalten, welches den Motor, die Platine und die achtpolige Schnittstelle beherbergt. Bei meinem Exemplar hatte der Vorbesitzer einen NEM-Kupplungsschacht unter den Rahmen geklebt. Nach Lösen weiterer zwei Schrauben lassen sich Rahmen und Gehäuse trennen und die Inneneinrichtung tritt zutage. Durch einen äußerst rabiaten chirurgischen Eingriff bei den Fahrgästen lassen sich diese auf den halben Sitzen platzieren, ohne dass sie mit dem Motor in Berührung kommen. Wo wir gerade dabei sind, entfusseln wir auch gleich die Radschleifer. Beim Probezusammenbau, die Aussparung im Rahmen passt über die Schnittstelle, kontrollieren wir die Fahrgäste nochmals auf den korrekten Sitz.
Für die Aufnahme der Digitalkomponenten habe ich braunen Tonkarton gewählt. Decoder und Pufferspeicher stammen von Trenomatic und sollen mittlerweile auch in Deutschland verfügbar sein. Diese habe ich dann nach Herstelleranweisung verdrahtet und mit Doppelklebeband, das mit dem Schaumstoff in der Mitte, längs zusammengeklebt. Statt des NEM-Steckers stecke ich kurze Drähte in die Buchse. Der Karton, passend zugeschnitten und gefaltet, passt exakt zwischen Motor und Rahmen. Doppelklebeband hält die Teile in Position und zwei zusätzliche, mit Sekundenkleber befestigte Streifen Karton dienen als Sichtschutz von außen. Jetzt kann alles wieder zusammengesetzt werden, was ich lieber ohne Kamera mache, da es doch etwas tricky ist. Und was bringt nun der Pufferspeicher? Hier eine kleine Demonstration. Kommen wir nun zum Themenblock Basteln, Kleben und Malen. Die Firma MBZ hat drei Stahlröhren als Lasercut-Bausatz im Angebot, die ich als Ladegut hergerichtet habe. Die dabei zu beladenen Güterwagen, diesmal Rungwagen, habe ich auch gleich mit patiniert. Von der Firma Faller sind diese beiden Halbreliefgebäude, die ich passend für meine Anlage gesupert und mit Fachwerk versehen habe. Der Bausatz beinhaltet Flansche aus gelasertem Karton, Ladungssicherungen aus Holz, Kartonröhren und Nachbildung von Spanngurten, vermutlich auch gelasert. Zum Verkleben der Flansche habe ich wieder reichlich Sekundenkleber genommen, damit der dünne Karton eine gute Stabilität bekommt. Wie mir die beiliegenden Ladungssicherungen nicht gefallen, kann sich leicht welche aus Karton und oder Holz, hier Reste von unterschiedlichen Bausätzen, nach Vorbildfotos selber bauen. Die zugeschnittenen Leisten müssen dabei etwas breiter als der Flansch der Röhren sein. Eine Kombination der unterschiedlichen Materialien ist auch denkbar. Die Ladungssicherung aus dem Bausatz habe ich als Leere beim Verkleben der Kleinteile verwendet. Die Farben von Revell Aquacolor werden unverdünnt mit dem Pinsel aufgetragen. Eine zu starke Verdünnung mit Wasser könnte zum Aufquellen des Kartons führen. Der Röhrenstapel wird nun mit Weißleim zusammengefügt und die Verzurrung angebracht. Wer mag, kann diese auch aus schwarzem Tape wie bei der Ladung aus Stahlprofilen in der Ausgabe 4 dieses Magazins gezeigt herstellen.
Und ab auf den Rungenwagen. Aber der ist ja noch flammneu. Okay, erstmal altern. Vor Jahren schon hatte ich den Boden des KBS mit dünnen Furnierholzstreifen ausgelegt. Das Patinieren gelingt mir am besten mit wenig Farbe auf dem Pinsel, fast wie Braschen und mit dem Mischen unterschiedlicher Farbtöne direkt auf dem Wagenboden. Parallel dazu habe ich einen anderen, original belassenen Wagenboden behandelt und musste feststellen, dass Holz in seiner Wirkung unübertroffen ist. Ich weiß, die Maserung ist nicht 1 zu 87, aber wir leben ja immer mit Kompromissen im Modellbau. Das anschließende Washing verstärkt optisch die Bretterfugen und die Maserung und mildert einen eventuell zu krassen Unterschied in den zuvor aufgetragenen Farbtönen. Bremsumstellhebel und andere Kleinteile werden mit einem feinen Pinsel aus dem einheitlichen Braun des Wagens hervorgeholt. Die Bordwände eingeteilt in beliebig breite Streifen, Teile des Rahmens und die Rungen habe ich mit unterschiedlichen Braun- und Rottönen gestrichen. Anschließend mit verdünnten Rosttönen das Fahrwerk behandelt und wieder mit einem Washing allzu starke Farbunterschiede gedämpft. Wer mag und es für notwendig erachtet, sollte zum Abschluss noch eine Schicht matten Klarlack aufsprühen. So, und fertig für die Beladung. Den Wagenbogen des KBS wollte ich nicht durch die Beladung verdecken, sodass der parallel patinierte Rungenwagen der SNCF mit den Röhren beladen wurde. In dem Zusammenhang möchte ich noch zwei nützliche Artikel von MBZ vorstellen. Dies sind ein Gabelhubwagen, der rechte ist ein Fertigmodell gekauft auf einer Messe, deren empfindliche Kartonteile unbedingt mit Sekundenkleber getränkt werden sollten und eine Holzkiste, die im nächsten Video noch eine Rolle spielen wird. Bereits angekündigt und dann wegen Nichtaufstellung auf der Ausstellungsanlage verschoben, hier jetzt die Verwandlung einfacher Halbreliefgebäude in schöne Fachwerkhäuser. Die Gebäude sind bereits fertig gebaut und koloriert. Der Balkon und die Fallrohre konnten zur besseren Bearbeitung zerstörungsfrei entfernt werden. Zunächst wird das Fachwerk aus dünnen, mit lederbraun eingefärbten Furnierholzstreifen aufgeklebt. Weißer Karton oder wie an den Seitenwänden Mauerwerk aus Strukturkarton oder auch Putz füllen das Fachwerk aus. Geklebt wurde mit Weißleim auf bereits kolorierten Flächen und mit Sekundenkleber oder Polystyrolkleber auf von Farbe befreiter Kunststoffoberfläche.
Farbloser Mattlack auf dem noch zu glänzenden Mauerkarton und diverse im Video ersichtliche Farbtöne schaffen ein stimmiges Bild eines nicht mehr ganz so neuen Gebäudes. Eine Schornsteinabdeckung, Bleiverkleidung auf dem Dach, eine Außenleuchte, Blumenkästen und Figuren inklusive einer Taube auf dem Dach sorgen für zusätzliche Details. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Für die nächste Ausgabe möchte ich gerne das im Hintergrund sichtbare Industriegleis auf meiner Anlage weiter gestalten und mit Halbreliefgebäuden versehen. Dazu habe ich mir ein einfaches Fabrikgebäude von der Firma Scalescenes ausgedruckt. Das Ganze möchte ich kombinieren mit einem Lasercut-Bausatz etwas. Wer mag, kann sich in den verbleibenden Minuten noch ein paar fahrende Züge auf der Clubanlage des MNC Oldenburg anschauen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit unserem gemeinsamen tollen Hobby.